Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Ründchen Among Us. Heute ist wieder alles mit dabei. Ein bisschen Crew mit da, ein bisschen Imposter hier. Und ich glaube, ihr habt ein paar schöne Runden, die ihr euch anschauen könnt. Wir sind wieder mit einer anderen Truppe unterwegs als gestern. Das wechselt ja immer so im 2-3-Folgentakt. Und ich glaube, ihr fühlt euch gut unterhalten. Hier sind auf jeden Fall ein paar sehr schicke Plays mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich weiterhin sehr über euren Support freuen. Lasst einfach gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Pre-Intro wieder. Und jetzt habt erstmal viel Spaß. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Good luck, Fahren. So, bin ich jetzt gemutet? Das ist über Discord wirklich nochmal eine andere Hausnummer. Discord macht mich dahingehend fertig. So, wir wollten heute wirklich ein klein bisschen lockerer machen. Also im Sinne von, wenn ich abgemurkst werde, werde ich abgemurkst. So, was soll ich machen? Fischkopf hat das nicht zu Ende gemacht. Geht er jetzt wieder hoch? Fischkopf, wie wär's, wenn du deine Task oben noch zu Ende machst? Wo gehst du hin? Vertrauen wir mal dem guten Nils. Kann ich dem guten Nils vertrauen? Fischkorb hat nicht Asteroids geschossen. Oh, das... Ist der gute... Wenn sein Name gelogen ist, bin ich sauer. Ah, dann ja. Was? Ich hab... Ist das ein Gag, den man Kill, macht? Kill, glaube ich, gerade gesehen. Leider, ja. Aber ich weiß nicht, wer da stand. Scheiße, ach ja. Ich glaube, es war Simon in Weiß. Wo denn? In Navigation, ich bin, wo? Das nee, kann doch auch hellblau gewesen sein. Wo ist gleich? Entschuldigung. Ich war in Navigation und ich wollte gerade runter zu Shields und war so, ach komm, guck's mal, ob da eine Leiche liegt und gehe hin und da steht dann der und hab Kind gerade im Kopf. Also bist du dir, Simon? Also bist aber, du Anni? Du solltest jetzt nicht unbedingt direkt einfach warte, den Erstbesten, wenn du nicht mal unterscheiden kannst, wer von uns eigentlich genau wer ist. Du hast eben gesagt, ich wäre der mit der Kappe und der Brille. Also, jetzt bin ich eine wichtige Frage, wer hat den Partyhut auf? Es war ziemlich sicher eine helle Farbe mit Partyhut. Ja, das war ich. Ich kann es nicht leugnen. Nee, da ist nicht Partyhut. Okay, dann fragen wir mal andersrum. Simon, was hast du gerade gemacht? Funk umgebracht. Um ehrlich zu sein, es ist mein erstes Spiel seit langem. Ich bin ein bisschen orientierungslos rumgelaufen, will ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe offen gesagt die Karte auch nicht mehr wegdrücken können, weil ich nicht mehr genau wusste, wie man die shortcuttet. Okay. Ganz kurz, es ist halt war bei also Shields? So, ich bin orientierungslos rumgelaufen. War die Leiche bei Shields oder bei Navigation? Wo war das jetzt? Ne, die war in dem Gang. Also du hast ja quasi Navigations und dann links hast du ja O2 und hast du diesen, ja, ich sag mal, halbwegs geraden Gang dazwischen und da direkt in der Mitte. Ja, weil Leon ist da aus der Gegend so ein bisschen komisch rumgelaufen, fand ich. Hab ich Leon. Auch gesehen, ja. Und dann wusste ich auch nicht genau, laufe ich jetzt vor zu ja, wir wollten Leon. Oder nicht? Ja, wir wollten Leon. Ich gebe auf, ich warte. Okay. Was? Okay, gut. Ich habe gehört, nee, in einem der Tippvideos, man sollte... Es war ziemlich sicher Simon, aber wir müssen ja noch nicht rausvoten. Was machen wir jetzt? Hallo? Was machen wir? Wir können ein Auge auf ihn haben. Genau. Wir gucken mal, mal drauf achten. Ich will nicht mehr so aussehen wie einer von denen. Was wirklich für mich geworden. Also vielleicht hat er ja auch keinen Partyhut auf. Müssen wir mal gucken, wer jetzt den Partyhut auf hatte. Dann wissen kann man den sicher. Abnehmen noch jetzt schnell? Ah, der hat den Partyhut! Ich glaube... Das ist alles zu dämlich. Ihr müsst euch muten. Der hat den Party. Das wussten doch alle. Ich möchte übrigens sagen, dass Fischkopf seine Äste. Oh scheiße, das ist der Partyhut. Da geht aber mal weg, ne? Weit weg von der von dem Partyknaller. Wie wär's, wenn Fischkopf mal Asteroids zu Ende macht? Ist Fischkopf der andere? Ich glaube ja, oder? Okay, das geht schnell. Da lag eine Leiche vor Electrical. Wo? Ich bin gerade rein bei Electrical, dann war da Simon mit dem Partyhut, dann hatte ich Angst und bin auch abgedreht wieder. Und dann lag vor der Tür Leon.
Aber da waren noch andere Leute drin. Da waren noch andere Leute. Wer war da noch drin im Electrical? Ihr habt euch jetzt echt schon eingeschossen, ne? Jetzt bin ich weiß auch nicht. Ich bin sehr leicht beeinflussbar. Du also hast doch auf Leon eingeschossen. Genau, ich sag, also Fischkopf sagt erst, Leon ist ein bisschen komisch und jetzt ist Leon tot. Wir sollten alle Fischkopf voten. Wir sollten Fischkopf voten. Aber Fischkopf, ich habe wirklich noch eine Frage an dich. Warum hast du Astroids nicht zu Ende gemacht? Hab ich. Nein. Doch, der stand Task completed. Ich bin mir nicht sicher. Wie, du bist nicht sicher? Also ich kann eine Sache bestätigen. Ich war vor Electrical und da war die Tür zu und dann kam Simon angelaufen und ich bin dann weggerannt, weil ich keine Lust hatte, mit Simon vor der Tür zu stehen. Ja, wegen des Partyhuts. Ich stand vor derselben Tür, Mäntel. Ich stand mit dir vor der Tür. Was soll ich denn gemacht haben, wenn ich mit dir vorne da stand? Jetzt mal ernsthaft. Eine halbe Sekunde später war diese Meldung. Das stimmt, aber der Partyhut sieht so spitz aus, deswegen ich wollte keine Gefahr eingehen. Der hat euch Flausen mir auf den Kopf und euch in den Kopf gesetzt mit diesem Partyhut. Warum ich den Kopf habe, ist, weil ich Geburtstag habe. Wer war denn noch in Electrical ganz kurz, bevor das jetzt hier alles eskaliert? Ich war in Electrical eingeschlossen. Ich kann euch sagen, es tropft noch frisches Blut vom Partyhut. Oh nein. Oh schön. Der Partyhut also, ist voller Wut, Tobi, wenn das so weitergeht. Tobi, du warst mit in Electrical, ja? Ich hab Simon auf jeden Fall langlaufen sehen. Ich war da eingeschlossen. Dann habe ich da oben den Task gemacht und. Ja. Mit wem warst du denn eingeschlossen? Alleine? Simon oder? Und? Ich war da, glaube ich, alleine eingeschlossen. Ich habe da jetzt niemanden gesehen. Okay, das ist mysteriös. Ja, der war suspicious und Tobias voten. Ich würde alle für Fischkopf voten. Alleine? Hallo? Simon und. Ich habe aber auch. Was ist denn mit euch? Wie lange wollt ihr den Partyhut noch rumlaufen lassen? Ruhe bitte! Ach, lass den Partyhut Partyhut sein. Vielleicht habe ich mich ja verguckt, wer weiß. Scheiße, der Partyhut lebt noch. Was? 8 Sekunden, ne? Das ist auch die Wires da oben, ist interessant. Aber kann er ja wirklich sein. Der hätte Simon nicht geblamed. Oh. Fischi nicht mit gemütet. Er hat ihn umgebracht, war das der Relief? Uff. So, endlich ein Kill. Wo sind alle? Warum macht keiner Lights? Nils liegt in Admin und mit im Raum Tobias. Und also ich möchte. Nils und ich waren eingesperrt in Storage. Dann bin ich links zur Tür und dann sind Anni und ich hochgelaufen. Das heißt, Anni hat gesehen, dass es nicht war. Ja, und ich bin in Admin rein und da stand der gute Tobias auf der Leiche von Nils. Anni war aber auch lange im Admin. Ich war nur im Admin-Panel, hab geguckt, danach bin ich runtergelaufen. Matteo, du hast mich gesehen, ich war in Electrical. Genau, Anni und ich waren in Electrical, dann standen wir vor der geschlossenen Tür, auf der anderen Seite war Lara. Also warte mal, Tobi, das kann jeder sagen, das stimmt. Tobi ist also confirmed auf der Leiche gewesen. Ja, und er war auch im Raum. Darf ich mich äußern dazu? Ja, nein. Ich wollte die Leiche gerade reporten, ich bin direkt vor dir reingelaufen. Also falls du es gesehen hast. Wir sind da direkt zusammen reingelaufen. Also wolltest du sagen, Simon hat den umgebracht? Ja, aber es ist... Weiß nicht. Ich war nicht lange da. Ich war eingesperrt. Ich war eingesperrt in der Mainbase. Nee, ich bin dann runtergelaufen, als die Türen aufgegangen sind, bin ich runtergelaufen und dann da reingelaufen. Also ich finde, das ist alles gar kein Fall, wo man jetzt gerade lösen kann. Ich finde es echt sehr kompliziert, aber ich glaube, ganz sicher können wir uns eigentlich nur dabei sein, dass Matteo sus ist. Ich war gerade in Electrical mit Anni. Okay. Also das ist uns aber jetzt schon beinahe geklappt. Ja. Also, die Person muss weggewendet sein. Wir müssen jetzt einen voten, weil sonst ist es vorbei. Also ich würde auch zu Simon tendieren, weil in der letzten Runde meinte Nils, es klebt Blut am Partyhut. Und dann auf einmal ist Nils gestorben. Aber wo war denn Dalu? Aber ich. Boah, ich war mal hier, mal da. Am Ende war ich kurz Admin, dann bin ich weggewendet. Es ist wirklich, ja, es ist ein bisschen. ist ein bisschen random, aber gut, dann schmeißt halt mich raus. Danach ist die Chance für euch halt wirklich nicht mehr so gut.
4-1. Ich kann ja nicht sagen, ich war eingesperrt im Raum. Oh Mann, jetzt krieg ich ein schlechtes Gewissen, ey. Scheiße. Weiß beginnt, das war mein Schwarz gewinnt. Ich hatte eine weiße Weste. Mal schauen, ob wir jetzt verloren haben. Warte, ich muss wieder gucken, ob ich gemutet bin. Ich hasse Discord. Oh, ich gehe schnell zu dem anderen. Wir haben es verloren. Okay. Interesting. Spielt Lara Beta Client? Nee, ich dachte, die rennt schneller. Ja, Matteo. So, guten Abend. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz die Situation rekapitulieren. Ein paar kurze Fragen. Dalu, warum versuchst du den Alarm nicht zu entschärfen vom O2? Ich bin davon ausgegangen, dass Tobias oben wartet und ich wollte mit euch hochgehen, damit ich nicht der Idiot bin, der neben der Leiche steht. Mhm, okay. Leiche? Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass er oben wartet, weil wir zu dritt Admin waren. Genau. Gute Frage, wie viele Tasks habt ihr noch? Boah, alle? Ich hab noch einige. Ich hab noch so alle. 3 oder 4, glaube ich. Ich hab nur noch eine, ihr faulen Säcke. Hä, ich versuche hier den Fall zu kriegen. Ich hab hier einen Mord aufgedeckt und all meine Arbeit gemacht. Scheiße, Mann. Ich glaube, das ist eine Fortbildung als Crewmate bei euch mal nötig. Immer wenn ich sehe, dass ich Simon Says habe, versuche ich lieber den Fall zu lösen. Also, für mein Verständnis. Ne? Was? Wer? Fischi. Der war doch vorhin nicht tot. Stimmt, der war nicht tot. Ja, der liegt unten links irgendwo. Doch, wir weißt hatten du das? 6 Leute eben und haben niemanden rausgeworfen. Stimmt, der war doch schon länger tot. Jetzt macht euch der war schon länger tot. Ja, eben hey, warum war der tot? Dann ist er mit, Scheiße. Dann ist er mit Nils in der Runde davor gestorben. Oh mein Gott, hat keiner gemerkt. Und keiner hat gemerkt, dass Fisch kommt. Was seid ihr denn? Wow. Also, für mein Verständnis, sind Lara und Anni unschuldig, aber das also könnte ich auch. Ich kann aktuell auch nur Matteo und Lara ausschließen. Dalu, Tobias. Das wird noch eine spannende Runde, Leute. Ihr wisst nicht, wer es ist. Ich war gerade mit Anni die ganze Zeit zusammen. Wir haben das O2 entschärft, weil sie ein bisschen schneller war als ich. Ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen euch beiden, deswegen musste ich nichts machen. Es ist auch kein Mord geschehen. Ich würde jetzt mal skippen und weiter beobachten und dann schauen, wer stirbt. Dalu, mach deine Aufgabe. Ach, wenn es sein muss. Oh. Jetzt mache ich meine Aufgabe und sterbe dabei. Beim nächsten Meeting sei einfach auf alle. Was wird das für ein Tanz? Kann ich Drive-by-Shields machen? Der Tobias mute. Ah! Scheiße, da ist sie wieder. Komm, jetzt lass hier eine Leiche liegen, bitte. Ich glaube, wir verlieren. Hallo? What the fuck?
Da hat's Annie erwischt. War krass. Wo denn? Das weiß ich nicht. Ich hab die Leiche über den Emergency geswiped. Also du hast die Leiche verschwinden lassen. Ja, ich habe einen Emergency gemacht, weil ich dachte, es ist einer tot. Du dachtest einfach, es ist jemand tot. Ja, ich war mir sicher, da ist einer draufgegangen. Wer hat denn zuletzt Annie gesehen von euch? Na, ich nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich war gerade auf der Reaktorseite, habe dann eine Task gemacht und bin dann zurückgelaufen. Vorher war ich bei Shields, mir kam Tobi entgegengelaufen auf die rechte Seite und ganz am Anfang... Genau, ganz am Anfang sind Tobi und Dalu nach links gelaufen, Richtung Reaktor. Oh, Lara, es sind Dalu oder Tobi? Dalu, wo warst du denn zuletzt? Ich bin zweimal an Shields vorbeigekommen. Ich war sogar zweimal Medbay, weil ich wollte eigentlich in Electric meine Task machen, aber es war mir zu gefährlich. Und ja, dann bin ich zum Alarm gelaufen. Das Problem ist... Von wo bist du denn zum Alarm gelaufen? Über Storage. Das Problem ist, Dalu, ja. Dalu möchte jetzt, dass wir. Also, denken, pass auf, ganz kurz, weil wir nicht viel Zeit haben. Wer hat den O2 ausgemacht im Admin? Ich. Ja. Im Admin habe ich ihn ausgemacht. Ja, okay, ich habe den anderen ausgemacht. Das ist interessant, oder, Matteo? Ich habe im Admin ausgemacht. Ich habe oben rechts ausgemacht, obwohl niemand von euch da hingekommen ist. Ich kam später erst ein Admin dazu. Ich ja, weil du noch Lara zu tun gesehen. Hattest, oder? Ja, genau. Task mit Anni. In Reaktor. Nee, ich habe Anni nicht angefasst. Guck mal, wird doch eine spannende Runde, oder? Wir sollten skippen. Ich muss mir nicht, keine Ahnung. Das ist aber jetzt ärgerlich. Die Crew hätte schon lange gewinnen können. Tobi, du hast mich gewählt. Das nehme ich persönlich. Ich find's lustig, dass anscheinend alle den Anfang so ein bisschen vergessen haben, weil man wusste doch eigentlich, wer es war, oder? Also, haben die Leute das wirklich vergessen? Nein! Okay, das war gut. Ja, da bin ich schnell! Und jetzt... Auf einmal ist Lara da! Bin ich ganz dreist. Ich bin nicht der Letzte. Och du Scheiße, ich dachte, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Lara, komm. Folge mir. Das wird knapp. Also, ich habe hier ganz links außen, ich bin leider nicht der Megapro, habe ich eine Leiche entdeckt. Oh, Lara, wo warst du denn die ganze Zeit lang gelaufen? Ja, mit dir. Nee. Ich hab Lights gefixt alleine. Ich bin über Weapons gegangen, dann runter O2, Navigation, den Gang entlang und im Storage habe ich dich entdeckt. Also das nee. Ich hab Lights angemacht, hab dann meine Quest gemacht, bin wieder Storage gelaufen. Du hast Lights nicht angemacht. Also Lara, habe ich eine Task über Lights ja, gemacht. Ja, Tobi, was denn? Was wolltest du ich sagen? Ich hab dich ja gesehen. Genau, wir haben uns beide, wir waren. Genau, wir sind relativ lang zusammen rumgelaufen. Lara, jetzt vote doch Tobi. Warte mal, aber warum sagst du das? Das war ein Scherz. Wir sind die ganze Zeit. Oh, du bist so dumm! Oh Mann, verunsicher mich doch nicht so. Hast du jetzt gewonnen? Dann gehe ich. Was? Habe ich jetzt verloren? Dann bin ich raus für heute. Okay. Oh, GG. Gut gespielt. Dass das noch bis zum Ende geht. Ich habe doch so schlecht gespielt. Ich habe dreimal oder so vor anderen Augen jemanden umgebracht. Ja. Okay, dann weißt du schon mal, wie das Niveau in dieser Runde hier ist. Ja, eine Bitte an die Leute, die schon länger spielen, da ja viele Leute jetzt neu sind. Vielleicht abusen wir nicht so super hart, jetzt zu fragen, wer hat den Schlüssel wo, so und so, ne? Das mache ich direkt dazu. Tschüss. Ich mach jetzt direkt, wer hat den Schlüssel oben links. So, Chat aus. Mikrofon aus. Licht an. Perfekt. Und Action. Aufnahme läuft. Das habe ich am Anfang auch nicht hingeguckt, wer Task gemacht hat. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Wir klicken die Rocket weg. Wie ein absoluter Noob.
Anni, was sollte das? Licht ist aus. Oh oh. Leon? Du bist mir immer noch hinterher, oder? Ist er mir immer noch hinterher? Wir brauchen ein Meeting. Ich muss erstmal muss ich mich hier wieder Paranoia loswerden. Scheiße. Leon. Hallo? Anni liegt tot im... Oh, warte mal, ich will die Karte nicht offen. Im Office da irgendwo rechts, auf jeden Fall. Warte mal, ich will die Karte nicht offen. Genau, im Office rechts liegt Anni tot. Ich habe sie vorher noch gesehen im Laboratory. Laboratory? Mit irgendjemanden und ja, hab sie jetzt mal. Also eher ein frischer Kill. Ja. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Leon, dass du umgedreht bist, um mir nachzurennen, fand ich komisch. Nein, das lag an mir, das kann ich erklären. Dann sind es Frank und Leon. Wartet jetzt. Ja, sind wir zwei auf unserem Loch. Ja, wir waren wieder in unserem Sex-Dungeon und dann hat jemand die Tür aufgemacht und dann wollte ich eigentlich zurück, aber Leon ist nach links gegangen und dann habe ich aber alle Lust verloren und es war kein Dreieck mehr in der Hose. Und dann bin ich nach links gegangen und Leon hat aber gerade wieder Lust bekommen, weil er eventuell dich gesehen hat. Und dann war das so ein kurzes Hin und Her und daher kam das. Das tut uns beiden leid, wie du verwirrt warst. Hä? Kein Wort verstanden von eurem Fetisch-Talk. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Mann, das ist geil, ne? Oh, oh, irgendwas. Wer war eigentlich an den Kameras? Ich war an den Kameras, ich kann berichten. Ja. Ich habe nichts gesehen, ich habe keine Ahnung, was du tust. Ja, also erstmal, Tobi, hast du die Map schon mal gespielt? Weil du weißt, nee, wie die Kamera. Nee, deswegen habe ich jetzt mal die Kameras gestellt und geguckt, ob ich da was sehe und wie die Map aussieht und sowas. Deswegen, ja. Okay, sehr gut. Also, ich würde ausschließen für die Runde Simon, weil der hatte ganz arge Probleme mit dem Schlüssel reinstecken. Mm. Und, ja, das hat echt lang gedauert. Ich habe ein bisschen Angst wegen dir gehabt, Matteo. Hallo? Dass du so nah bist. Der Nils möchte auch noch was sagen, Leute. Ja, sorry. Ich wollte nur sagen, ich bin in Electrical, die hat ja jemand sabotiert. Und da steht jetzt jemand direkt neben mir. Ich habe vergessen, wer das ist. Wenn ich gleich tot bin. Du kannst von überall sabotieren. Wir spawnen ja wieder woanders. Ich glaube, bei den Lampen. Okay, ich spawnen woanders. Entschuldigung, ich möchte meine Wortmeldung zurückziehen. Genau. Fischkopf ist, glaube ich, auch unschuldig, weil der hat lange an den Sauerstoffkanistern rumgehandelt. Ja, weil ich dachte, warum macht das jetzt nicht weiter, wenn die Flasche durch ist? Aber es sind zwei. Ja, und ja, Matteo ist auch safe dadurch. Also sag ich jetzt einfach mal. Nee, das stimmt nicht. Okay, relativ viele Leute, die ja noch ein Problem mit den Tasks und mit der Map haben. Tobias stand wirklich lange oben an den Camps, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es waren gar nicht so viele Leute im Specimen. Und irgendeiner spielt wirklich gerne mit dem Licht. Also der auch immer gerade da rausgekommen ist, der die Tür hinter mir aufgemacht. Wer spielt viel mit dem Licht und warum? Ich hab eine Idee. Fuck. Ja, bitte. Ja, hallo. Ich habe keine Leiche entdeckt, aber ich habe bei diesem Monitor gesehen, wo man die Lifelines aller Leute sehen kann. Und da habe ich leider feststellen müssen, dass Lila tot ist, bevor irgendwie jetzt irgendwelche Aber ich dachte, du kennst die Map nicht so gut. Genau, also so langsam. Ich direkt neben dem Eingang. Ich hatte da einen Auftrag und dann habe ich das gesehen. Ich dachte erst, dass der Auftrag da ist, deswegen habe ich es überhaupt erst gesehen. Oh, ich glaube, Tobias ist mir hier suspekt. Der ist schon, der läuft ja rum wie ein Profi, bedient alle Monitore. Okay, ich habe eine Idee. Ja. Wer hat den Headcrab als Pet? Fischi. Oh nein, ich habe ihn nie wieder. Wer hat einen Headcrab als Pet? So eine kleine Krabbe. Ich nicht. Lara. Lara, oder? Okay, pass auf. Ich war in den Camps und ich weiß, wo die Leiche tot ist. Ich habe den Mord aber nicht gesehen.
Die Leiche liegt links von unserem Emergency Table draußen, also neben. Ja. Und danach, ich hatte die super Big Brain Idee, nicht zur Leiche zu rennen, sondern zu gucken, wer gerade Electric reinkommt, weil das ist ja auf dem Weg. Ich glaube, der Killer ist von Admin hoch, hat Simon einfach überrumpelt und wollte dann das Licht anmachen, um so zu tun, Leute, ich hab's Licht angemacht, ich bin's nicht. Und also, bevor ich Lara sehen konnte, habe ich ja nur den Headcrab gesehen, dann wurde reported, habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber wenn Lara den Headcrab hat, dann glaube ich, Lara hat den Kill gemacht. Okay, aber... Warte mal ganz kurz. Wenn das genau zutrifft, was Dalu gerade gesagt hat, auf Dalu selbst. Warte mal, ich kann das auch komplett entkräften, weil ich bin mit Lara zusammen von unten gekommen. Ja, und Dalu lief vor uns. Dalu lief vor uns hoch. Moment, das ist gelogen. Ich bin links lang gelaufen. Ich war nicht draußen. Ich bin links an O2 vorbeigerannt. Da sind wir auch hochgegangen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass welche von euch lügen. Es gibt Dalu macht mich verdächtig. Kann ich dir sagen, wo ich war? Nein? Okay. Ja, also Dalu und Lara Leon, sind schon mal... Ja, also Leon deckt... Oh mein Gott. Ich bin okay, habe ich mich so vertan? Hat Lara Entschuldigung. Sind die links lang gelaufen? Aber dann sind die ja wirklich an mir vorbei als Licht... Nein. Hier, guck mal, das ist der Weg. Zack. Abgemurkst. Du. Ich mach Licht an, Leute. Kein Problem. Es ist Panda auch. Die sind mir doch nicht hinterhergelaufen. So ein Käse da, das glaube ich nicht. Das sind Lara und Panda. So sieht's aus. Wenn ich tot bin, schmeißen sie Lara raus. Deswegen mache ich mir gerade keine Sorgen und arbeite mal. Wo ist denn der Fehlefanz? Ich mache einfach alles. Das ist gar kein Problem für mich. Oh. Funk und Fischkopf mit ihren Kids. Wieder einen kleinen Ausflug. Oh, wir haben ja den Taskmaster heute schon wieder. Wer ist das? Wieder den Namen nicht zeigt. Ist nicht an die Tür gegangen. Muss oben raus. Scheiße. Mach auf. Mach zu. Schneller. Wer ist das? Das sind wir die Väter. Okay, irgendeiner bei den beiden hätten wir jetzt wohl abgemurkst. Oh, machen Sie die Tür auf, bitte, Sir. Und jetzt gehen Sie bitte vor. Wer ist das? Lara. Nope. Ja, ich reporte dann mal Funk, ne? Das ist die extra Rage! Ich muss zum Meeting, zum guten Meeting. Babidi-bub-bam-bam. Schönen guten Tag. Ich möchte den Fall lösen. Oh, lösen Sie bitte. Zumindest... Also, okay, pass auf. So, erstmal Detective-Musik. So, in der letzten Runde war ich an den Kameras und habe den Mord an Simon nicht ganz beobachtet. Die Kamera war zu langsam, aber ich habe die Leiche gesehen. Sie lag im Schnee in Richtung des Lichts guckend. Er wollte wahrscheinlich das Licht anmachen. Ich bin links durch O2 gelaufen. Ich musste sogar noch eine Tür aufmachen, weil die verschlossen waren. Lara und Leon haben gesagt, sie sind auch links durchgegangen, nachdem sie erst gesagt haben, ich bin vorgelaufen, was nicht stimmt. Lara war auf jeden Fall derjenige, der Simon im Drive-By abgemurkst hat und oben zum Licht gegangen ist. Und Leon deckt das Ganze einfach. Und jetzt, pass auf, neue Runde, neues Glück. Wir waren gerade, ich war mit den beiden Vätern zum Licht gerannt. Also Fischkorb und Fang hatten beide ihre Söhne mit dabei. Wir sind zu dritt rumgelaufen. Dann sind wir beim Licht reingekommen und ich habe die ganze Ecke gecheckt, obwohl wir keine Vision hatten. Und links an der Wand hat Lara gelauert. Sie konnte uns nur sehen, weil sie Imposter Vision hatte. Und dann ist zugeschlagen worden. Double Kill. Bumm, Lara safe. Wer der andere war, ich weiß es nicht. Hey, aber das ist doch ganz Dalu. Das erzählst du jetzt eine Version, wo du vorhin bei Simons Mord an den Bildschirm warst und vorhin hast du eine ganz andere Version erzählt. Nein, ich habe gesagt, ich habe die Leiche gesehen und habe dann geguckt, wer Licht gemacht hat. Es ist Lara. Hallo? Eine wichtige Information. Wenn Dalu die Detektivmusik anmacht, dann ist er nie Imposter. Das heißt, Dalu ist safe für mich. Ich sage wirklich Lara. Erstmal stimmt es überhaupt. Hallo Lara. Meint ihr, wir haben jetzt noch niemanden weg. Also es müssten ja noch zwei Imposter da sein. Das ist korrekt. Wir müssen also voten. Wir müssen voten. Ich war nicht mal draußen. Ich finde, Dalu ist schon verdächtig, aber... Ich war nicht mal draußen. Ich wollte
Ich weiß nicht, ob Lara oder Dalu, ehrlich gesagt. Es ist Leon. Leon und Lara sind es. Also Lara und Leon glaube ich auch. Ehrlich? Ja. Leon, gib es zu jetzt. Leon, gib für es die zu. YouTube-Runde. Komm. Okay, ich gib's zu. Geil. Ja, gib's zu. Und los. Sehr gut. Ah, mein Pass da rausgeschmissen. Auf geht's, ja. Aber erstmal Asteroids. Oh oh. Du Schwein. Du opferst doch nicht Lara für deine YouTube-Runde. Er kann es halt locker schaffen. Ich glaube, er hat's. Er dürfte ja nur zwei killen müssen. Ich kann keinen Emergency callen. Er wird wahrscheinlich schon den zweiten haben. Also den ersten wird er instant gemacht haben. Aber, oh nein. Ich bin der Zweite! Ah! Renn! Wo liegt die Leiche? Ich will nicht der Zweite sein. Eine Leiche! Eine Leiche! Wer ist das? Matteo! Nicht dahin! Das ist der Killer! Du rennst ihm direkt in die Arme! Oh nein, die Runde ist weg! Ja, die Runde ist weg! Oh Gott! Nicht zum Licht! Wir müssen die Leiche finden! Wir müssen die Leiche finden, Matteo! Nicht zum Licht! Mach die Twists! Nicht zur Leiche! Nicht zur Leiche, Matteo! Wo ist die Leiche? Hier! Schnell! Wo ist sie? Mach auf! Wo ist die Leiche? Die ist am Licht, oder? Komm schon, Leiche! Es ist keine Leiche am Licht! Ah, wir sehen wieder was. Ich bin wieder eingesperrt. Matteo, danke schön. Er war gerade reingekommen, um mich zu killen. Die Tür ging gerade auf. Aber die Runde ging zu lang. Und deswegen musste ich jetzt drücken, weil sonst hätte der Imposter einfach zwei Kills gemacht. Ja, ja. So, Leon, was sagst du denn dazu? Also, ich war auf dem Weg zu Electrical einmal. Dalu stand mit mir an der Tür, und weil ich nicht sicher war, ob es Dalu ist oder nicht. Bin ich dann weggegangen und habe das Licht dann nicht gefixt. Ich weiß nicht, was Dalu danach gemacht hat. Aber wie konntest du denn nicht sicher sein, ob ich es bin oder nicht? Dadurch, dass wir Lara rausgevotet haben, ist die Runde nicht zu Ende gewesen. Ja, aber du könntest doch einfach deinen Imposter-Kollegen vor sich werfen. Nein. Also für eine YouTube-Runde würdest du, glaube ich, sehr viel machen, Dalu. Nein. Dann können wir uns alle sicher sein. Ich habe sogar das Licht gerade repariert. Wenn ich Imposter wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ich weiß ja nicht. Ich hätte ja einfach da gewartet. Leon, hast du in der letzten Woche einen YouTube-Channel aufgemacht? Na, wer weiß. Also einer von euch beiden... Vielleicht meinst du Highlights. Ah, scheiße. Also ich bin eigentlich... Also wenn Dalu das jetzt gewinnt und wirklich Imposter war, dann hat er mich unglaublich krass verarscht. Okay, also sagst du, ich bin's. Nee, ich sag ich was selbst. Natürlich sag ich du was, Leon. Ja gut, dann machen wir es halt jetzt schnell und knackig. Schnell und knackig? Was ist denn... Hä, gibst du einfach auf? Hä, wenn du jetzt sagst, dass ich es bin, hat Dalu halt gewonnen. Was soll ich denn dagegen argumentieren? Naja, sagen, nein, ich bin unschuldig. Ja, aber das... Fehler. Bei dir macht es eh keinen Sinn. Du hast dich darauf eingesteift und jetzt ist es so. Ich habe mich also eingesteift. Ja. Okay. Ja, klar. Dalu, ach scheiße. Scheiße, Mann. Ich will nicht in einem YouTube-Video mit Dalu sein. Kannst mich rauszensieren, wenn du Imposter warst, Dalu? Brauche ich nicht. Ich bin Detective D. Okay. Ich hoffe, du bist es nicht. Dann ärgere ich mich sehr. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Wenn du es bist, war das meine letzte Runde Dienstags. Was? Oh. Sehr gut. Gott sei Dank, ey. Ich wollte mal die Schiene probieren, gut. Aber... Knappe Runde, ey. Leon, gut gespielt. Ja. Ja. Licht.
Was ist der Plan? So, hey, warte mal, was? Ich lebe noch, Leute! Oh. Alles klar, we got him. Ich bin gerade mega verwirrt. Ich dachte, Matteo ist es. Aber ich habe Matteos Leiche anscheinend gefunden, obwohl er mir unten bei O2 entgegengekommen ist. Also, die Leiche von Matteo liegt oben bei Electrical. Als ich gesehen habe, dass das Licht ausgeht, bin ich zum Admin-Panel, habe gesehen, 5 waren rechts oben im Labor, einer war Weapons, das war gelb, Tobias. Das war ich, ja. Und einer war O2 und das war anscheinend Matteo. Also, Matteo kam mir dann unten bei O2 entgegengelaufen. Ich dachte, Matteo hat jemanden gekillt, deswegen bin ich erstmal alle Räume links unten abgegangen. Bin dann hoch zu Electrical und in Electrical lag die Leiche am Electrical-Kasten. Hat jemand die zweite Leiche gesehen? No. Nee. Also Lara lief eben. Wer nach oben waren rechts, denn die 5 Leute, die oben waren? Ich war oben mit Fischkopf, Anni, Funk. Funk, warst du oben rechts? Funk war nachher am Ende Funk. Mit mir noch unten rechts in dem. War Nils noch da? Nee, ich glaub, also wir hatten oben rechts an jeder Task einen stehen. Also einer hat durchs Fernrohr geguckt und dann Stück ging ja irgendwann Admin Licht Panel aus. Genau, 5 Stück laut Admin Panel. Also aber ist die Frage, war Lara auch oben rechts oder nicht? Lara war oben rechts mit. Ja, dann ist Lara der Mörder. Ich kann den also ich glaube, Nils, ich glaube, das kann nicht sein. Also ich bin aber dann mit Funk unten rechts gewesen dann danach im Specimen Room für Specimen. Ja, die einzige Sache, auf die ich geachtet hatte ganz am Anfang, wir hatten ja nicht die Schlüsselquest und da oben links die Spaceship-Quest kann man sehr schwer nur faken für die Anfänger, weil das ist quasi die erste Task, ja, die man macht. Simon und wenn da jemand gemacht steht und die Task sich bewegt, dann wäre das sehr auffällig und Simon hat die gemacht. Ich glaube, Fisch hat die gemacht. Ja, aber Simon hat sie gemacht als letztes gemacht. Simon ist ja, super safe. Nein, das ist ja, gut Simon für ist dich. Ich dachte erst, das ist die Schlüsselnummer und dann. Nein, das ist gut für dich, dass du sie alleine gemacht hast. Ja, das war sehr gut. Also Simon ist auf jeden Fall safe und Fisch und Dalu haben die auch gemacht. Die Taskleiste ging genug hoch, dass es beide sein könnten, but not sure. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich wem den Mord in die Schuhe schieben. Ja, was ist denn? Oh, ich hatte jetzt Angst, Nils ist noch. Ich hatte Nils für mich killen. Ich war an Lifeline und habe einen Toten gesehen. Grün müsste das gewesen sein. Lifeline, Funk. Also Lifeline sind die Dinger, wo man sehen, also Vitals, ob wer tot ist. Und ich habe gesehen, dass Funk tot war, konnte aber nicht direkt zum Table laufen. Und als ich zum Table gelaufen bin, stand Nils im Gang. Da hatte ich kurz mich erschrocken, bin aber dann trotzdem aber zum Tisch gerannt. Also du warst zuletzt bei Leon. Was hast du, bist denn dann hingelaufen, als du nicht mehr bei Leon warst? Hä? Ich war bei Leon? Ich war bei Leon. Wir waren unten bei dieser. Ich habe die Gasflaschen aufgefüllt und er war da und Tobias war auch da. Und dann bin ich in Koms gegangen und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe eine Frage an Simon und Nils. Moment, ist Leon auch tot? Oder ich habe nur Funk gesehen auf den Lifelines. Leon ist dead. Da bist du jetzt aber sehr überrascht jetzt. Ja, weil. Nein, dann muss das. Dann kann das ja nur in den 3 Sekunden passiert sein, wo ich von Lifeline zum Knopf gerannt bin.
Weil als ich zum Knopf gerannt bin, war nur grün tot. Wo ist denn da dieses Lifeline-Ding? Wenn du der Admin-Table, also wo wir jetzt gleich stehen, links ist, rechts hinter der Mauer. Also einen Raum weiter, da wo du die Karte swipes. Ah ja. Okay. Nils hat mich ja gesehen. Also er stand halt da. Ich weiß nicht, was er getan hat. Er stand da. Warum hat denn, wenn Simon war an diesem Schniepel und hat er dann rumgedreht. Und Nils, warum standst du genau neben Simon und hast nichts gemacht und hast einfach nur da gestanden? Nee, Simon ist safe. Simon ist 100%. Simon würde ich auch ausschließen. Gemacht. Also Simon würde ich auch. Simon ist 100%. Er hat nichts. Ey, warum reden die nicht? Aber Tobias, du warst also, du warst mit mir zusammen, aber du bist dann nicht unten mit Leon lang gegangen. Ne? Du bist dann hochgelaufen, oder? Ich war bei Leon die ganze Zeit und dann bin ich oben hingegangen zur Security und dann habe ich noch du warst gesehen, bei Leon? Also, ja, ich war bei Leon. Das hat ja aber auch Anni hat das doch einfach gesagt. Aha, aber Leon ist ja tot. Also, ach ja, Mann, das später. Hätten wir früher hören müssen. Ach, bei 6 Leuten, es gibt es halt RIP. Das war. Das war einfacher als gedacht. Anakin. Mute. Ah. Ah, ihr Schwein! Das war ein Leute, ey, Mann, ich stehe da mit der Hand. Die ganze Zeit auf dem Feld. Oh, Dalu, das war eine Bilderbuch. Alter Schwede, das war so ein dreckiger Move da bei euch. Ja. Das war schon ein dreckiger Move oben links, ja. Aber das war smart, nice. Dass du den Knopf noch gedrückt hast, Dalu, ne? Ja, ich wollte. Jetzt wollte gerade um die Ecke gehen, hätte mich dann gesehen. Ja, deswegen habe ich schnell den Knopf gedrückt, damit ich. Also, ich wusste nicht, wo die Leiche ist. Kill Cooldown hast und deswegen das schnell nach oben zum Reporten gegangen bist. Genau, wenn du nach rechts gegangen wärst, hättest du eine Leiche gefunden. Und wenn du nach unten gegangen wärst, hättest du auch eine Leiche gefunden. Hast du Leon umgebracht, Dalu? Ja. Ich habe Funk getötet. Ja, ja. Nee, du hast mich umgebracht, Anni. Ach so, ja. Ich hab doch Funk. Funk hat mich umarmt. Hi, schön, Dalu, dass du da bist. Und dann habe ich ein bisschen zugestochen. Also, du hast auch so viele Leute um, dass ich nicht mehr weiß, wer auf ihrer Liste steht. Ey, ist krass. Oh, Mann, ey.